Ankunft in Peru. Klaus und Martina John haben in den Anden ein Missionskrankenhaus gegründet. Die beiden kommen aus Deutschland, sind auf dem Weg nach Curahuasi. Dort liegt ihr Krankenhaus und dort wohnen sie. 2 Autostunden von Cusco entfernt. Also für uns ist das schon ein Nachhausekommen. Denn Curahuasi ist ja seit vielen Jahren unser Zuhause. Ihr Leben ist zweigeteilt. In Deutschland und auch weltweit werben sie immer wieder für Spenden und suchen nach neuen Mitarbeitern. Hier in den peruanischen Anden betreiben sie ihr Krankenhaus. Heute wartet erstmal ein ganz banales Problem auf sie. Wir haben die Nachricht bekommen, dass ein Wasserschaden an unserem Haus vorliegt. Also wir müssen das jetzt mal sichten und dann entscheiden, was wir tun. Curahuasi war früher ein kleines Dorf. Durch die Klinik von Martina und Klaus John wuchs der Ort zur Kleinstadt. Hallo, Tata. Sie da? Ach, guck mal, das ist das Wasserschaden. Weißt du, wo ist das nicht unter dem Spülstein? Nein, das war von draußen. Das ist das Teil, was kaputt gegangen ist. Von draußen? Ja. Das hatte doch der Felix repariert gemacht, eigentlich. Ganz eigentlich genau. Hatte das repariert. Ne? Ja, das war das Teil. Okay. Der Platz in ihren Koffern ist hauptsächlich für Medikamente aus Deutschland reserviert. Das sind lauter wertvolle Insulin Pens. Und Insulinvorräte, die wir von Insulin zum Leben als Spende bekommen. Es gibt eine Institution, die heißt Insulin zum Leben. Und davon leben unsere Diabetiker hier in Curahuasi und Umgebung. Ja, Bücher für ein kleines. Diese Medizinspenden müssen jetzt schnell zum Krankenhaus. Die Klinik Diospi Suyana. In der Sprache der Quechua heißt das Vertrauen auf Gott. Ein hochmodernes Krankenhaus, 220 Mitarbeiter, 6 Operationssäle, 2 Intensivstationen mit 10 Betten und ein Labor. Das Einzugsgebiet der Klinik ist riesig. Aus einem Umkreis von mehr als 1000 Kilometern kommen die meist armen Patienten. Nicht alle können aufgenommen werden. Das Los entscheidet. Die Reparatur des Wasserschadens zu Hause muss warten. Martina und Klaus müssen ihre Medikamentenbeute aus Deutschland in die Apotheke der Klinik bringen. Wir bringen Insulin. Wir können das so zusammen machen. So? Ist egal. Hier. Und dann beginnt endlich wieder der Klinikalltag für Martina. Lass es hier stehen, ich hole es gleich. Ich komme sofort. Das ist immer die Hauptaufgabe. Erstmal muss man die Akten finden. Super. Ist das dann das Otros? Perfekt. Nach dem langen Aufenthalt in Deutschland wartet viel Arbeit auf sie. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für jeden kleinen Patienten. Hallo, Mamita. Hallo, Mamita. Was macht unsere Favoritin? Ihr se llama Erika. Also ihr Name ist Erika. Trinkt sie gut? Wie oft hatte sie schon Stuhlgang? Nur einmal. Und wir sind sehr glücklich, kleine Señorita. Die Behandlung für die Menschen hier ist fast kostenlos. Auch deshalb ist die Andenklinik so beliebt. Ein normales peruanisches Krankenhaus ist für die Quechua fast unbezahlbar. Wir leiden da auch drunter. Am liebsten würde man allen Patienten, die notleiden, helfen. Aber wir sagen uns auch, wir sind nicht verantwortlich für die Gesundheitsversorgung von Peru. Wir leisten unseren Beitrag so gut wir können, aber man muss auch die eigenen Kräfte und die eigenen Ressourcen vernünftig managen. Und das heißt, wir sehen so viele Patienten, wie wir können jeden Tag und wir arbeiten auch zünftig. Also es gibt hier keine Pausen, sondern es geht eigentlich ziemlich straight durch. Aber
Wir müssen einfach auch sagen, wir haben Begrenzungen. Wir sind ein relativ kleines Krankenhaus. Nur die Behandlung der Patienten ist natürlich hier schon geprägt, zumindest versuchen wir das, von Liebe, Respekt und auch Qualität. Hol mal Luft, ganz tief. Nochmal. Nochmal. Super gut. Super bien, assistu. Während Kinderärztin Martina auf Visite ist, kümmert sich Klaus, der Chirurg, um die Verwaltung der Klinik, sucht immer neues Personal und Spender für die Jospi Sujana und hält weltweit Vorträge in Sachen Missionsarbeit. Also so gehen wir vor und dann streiche ich das immer durch und im Januar wische ich alles aus, fange wieder neu an. Und da seht ihr hier, wir waren jetzt 2.928 Vorträge in Europa, 1.569 Peru, Südamerika, 1.128 USA, Nordamerika, auch Kanada, 156, Australien, Asien, 75. Und so plane ich halt immer. Klaus und Martina haben die Andenklinik aufgebaut. Aber auch andere stellen sich in den Dienst an den Patienten hier. Komm, ist da. Hallo, Benni. Benni, ach gut. Kann ich dich mit was belästigen? Benjamin Zeyer hat seine Stelle in einer urologischen Praxis in Neckarsulm gekündigt, sein Haus in Moosbach verkauft. Mit seiner Frau und den 5 Kindern kam er nach Peru. Wir hatten uns mal ursprünglich für 3 Jahre verpflichtet und alle unsere Freunde und unsere Familie glauben, dass wir auch nach 3 Jahren zurückkommen. Jetzt bin ich fast 2 Jahre da und die Not ist einfach riesig. Wir haben hier viel zu tun. Ich mache hier einen guten oder eine wichtige Aufgabe. Ich weiß, in Deutschland habe ich als Arzt auch eine wichtige Aufgabe gemacht, aber ich habe keinen meiner Patienten ohne gute Versorgung zurückgelassen. Am Ende ist es eine gemeinsame Entscheidung. Ja? Das ist natürlich nichts, was ich alleine treffe, aber ich weiß, dass ich hier gebraucht werde und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Die deutschen Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal, viele von denen, die hier arbeiten, haben ein Leben im Wohlstand aufgegeben, bekommen in der Andenklinik gerade mal den deutschen Mindestlohn und haben selbst die Spender gewonnen, die ihnen in Peru ihren Lebensunterhalt finanzieren. Gemeinsames Beten gehört zum Tagesablauf. Sie alle hier sind getragen von ihrem Glauben und der Idee, Menschen zu behandeln, die ihre Hilfe dringender brauchen als die Patienten im reichen Deutschland. Es gab wohl ein Wasserrohrbruch von der Woche in der Straße und die haben das wohl abgeklemmt. Martina und Klaus John haben noch immer kein Wasser im Haus. Was ist passiert? Ursachenforschung. Es gab einen Wasserrohrbruch in der Straße und jetzt stellen wir fest, wir haben gar kein Wasser. Das war, als wir in Deutschland waren. Wir kommen wieder, haben das auch gehört, wir haben dieses Teil auch gesehen, waren der Annahme, dass das repariert wurde. Und jetzt guckt euch das an. Es ist tatsächlich so. Kein Rohr da. Das Rohr ist abgestöpselt worden und hier liegen Steine. Und wir haben keinen Wasserzugang. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass heute irgendwie die Straße aufgerissen wird. Ne? Ja, oder dieses Rohr ersetzt. Ja, aber dann musst du die Straße aufreißen. Anders geht's ja nicht. Ich habe 5 Wasserflaschen, also Trinkwasser, geheizt. Und nachher, wenn ich Sport gemacht habe, werde ich mich mit diesen Wasserflaschen duschen. Und das war so. Warten auf die Handwerker. Je nach Temperament radelnd oder lesend. Eigentlich wollten die beiden schon längst in ihrem Krankenhaus sein. Dem Krankenhaus, das sie selbst gegründet haben. Die Jospi Sujana. Vertrauen auf Gott, nennen es die einheimischen Quechua. Der Urologe Benjamin Zeyer kommt gerade zur Arbeit. Wie immer geht er an einer Schlange entlang. Zwischen 300 und 400 Leute stehen eigentlich immer vorm Hospital. Es ist eher wenig heute. Normalerweise steht die Schlange bis zur Kreuzung runter. Die meisten kommen von weiters her und warten auf die Verteilung der Eintrittskarten, der Coupons. Da wird jetzt gleich ein Mitarbeiter rauskommen vom Krankenhaus und wird dann nach Fachrichtungen sortiert die einzelnen Coupons verteilen. Es wird so ein Losverfahren geben. Ich denke, dass zwischen 150 und 250 je nach Manpower schon reinkommen. Aber wenn 400 vor der Tür stehen, sind dann trotzdem 150 am Ende übrig. Ne? Wer wird heute Glück haben? Das ist mein Maskottchen. Es bringt mir Glück. An Glücksbringern fehlt es heute nicht in der Reihe der Pädiatrie, der Kinderheilkunde.
Alle erhoffen sich einen Termin fürs Krankenhaus der Armen. Ich bin hier als Urologe mal hergekommen, bin aber auch Notfallmediziner und deswegen im Moment auch für Covid-intensiv zuständig. Und ich komme aus Baden-Württemberg, um genau zu sein, aus dem Städtchen Mosbach. Wir sind jetzt seit 20 Monaten hier. Meine Frau und ich, und wir haben noch 5 Kinder. Die sind auch hier. Als die Patienten den Arzt bemerken, umzingeln sie ihn förmlich. Jeder meint, seine Erkrankung sei die schlimmste und erhofft sich von Benjamin Zeyer einen Eintrittscoupon. Sie hat mir jetzt gesagt, sie wartet seit 15 Tagen und sie wartet seit 14 Tagen. Und sie sagte mir jetzt, sie hat kein Geld mehr für die Unterkunft hier. Also die Unterkünfte hier kosten, ich will es nicht untertreiben, aber ich glaube 2,50 Euro am Tag. Und sie sagt, sie hat jetzt nach 14 Tagen kein Geld mehr, um hier im Ort zu wohnen, ob sie nicht irgendwie doch noch reinkommt. Ja? Wir können, oder ich kann überhaupt keine Ausnahme machen. Ich habe weder die Befugnis dazu, noch kann ich da irgendwas dran ändern. Wo kommen Sie her? Aus dem Urwald Maldonado. Wie viele Stunden entfernt? 2 Tage sind wir angereist. 2 Tage sind Sie angereist. Doktor, bitte. Seit bald 3 Wochen bin ich hier mit meiner Frau. Heute hat Elio Glück. Endlich bekommt er in der Verlosung eine Eintrittskarte für seine Frau Marta. Elio bleibt zunächst draußen. Kein Geld für den Covid-Test. Seinen Impfpass hat er in der Pension vergessen, will ihn schnell holen und dann nachkommen. Marta muss sich zunächst, wie alle anderen, für den Covid-Test anstellen. Ich bin so froh, reingekommen zu sein. Und endlich werde ich auch einen Arzt sehen. Ich habe solche Rückenschmerzen. Um die 200 Tickets sind verlost. Wer jetzt keines hat, muss sich morgen wieder anstellen. Das evangelische Missionshospital die Hospice Jana ist vor allem kostengünstig. Hier zahlen die Armen umgerechnet 40 Cent für eine Untersuchung. Daher der Andrang und die langen Anreisewege. Täglich gibt es einen Gottesdienst. So werden die Quechua ganz beiläufig missioniert. Marta ist reingekommen. Aber jetzt muss sie wieder warten. Martina hat inzwischen den Reparaturdienst erreicht. Der Handwerker verspricht, sich um das Problem zu kümmern. Sie haben gelernt zu improvisieren in Peru. Wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich Peru total und denke, das ist doch hier viel ein besseres Leben oder ein anderes Leben, was ich vorziehe. Wenn ich hier in Peru bin, denke ich ganz oft, das ist in Deutschland aber viel besser. Also man verliert so ein bisschen sein Heimatgefühl, wenn man in vielen Ländern gearbeitet hat. Also für mich ist Heimat, wo die Tina ist, wo die Kinder sind, aber meist wo Tina ist. Also ich könnte auch in Amerika leben, wenn die Tina dabei ist, oder egal wo. Dann ein neuer Versuch, endlich zur Arbeit ins Krankenhaus zu kommen. Fehlt Ihnen noch irgendetwas? Klebstoff habe ich nicht. Ich organisiere welchen. Ja. Haben Sie Klebstoff für Rohre? Vielen Dank. Ja, gracias. Bevor er aufhört, diese Arbeit zu machen, die für uns so wichtig ist, kaufe ich es lieber, ja, und gebe es ihm. Also ich nutze das hier zum Kauf auch gerade Hühnchen. Guten Tag. Ein halbes Hähnchen, bitte. Meinem Vater ging es sehr schlecht. Innerhalb von 6 Tagen ist er gestorben. Ich habe solche Rückenschmerzen. Kommen Sie einfach in unsere Klinik. Ja,
Wenn Martina als Ärztin erkannt wird, gibt es sofort die persönliche Krankengeschichte. Und sie wird oft erkannt. Die Jons sind prominent in Kurawasi. Hallo, ich habe es. Guten Tag, Senior. Hier ist es. Ist das gut? Der Kollege hat Klebstoff. Aber wäre dieser auch richtig? Schon, aber unserer ist besser. Okay, perfekt. Der klebt garantiert. Okay, perfekt. Sie schließen aber auch noch alles an. Ja, machen wir alles fertig. Das Wasser wird laufen. Ja. Okay. Gracias. Danke. Guten Tag. Martina wird in der Klinik gebraucht. Ja. Das ist ein Anruf vom Gesundheitszentrum. Die haben ein kleines Kind mit einer Lungenentzündung, was sie jetzt zum Krankenhaus schicken. Aber es passt ja gut, denn wir sind ja gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. So ganz sicher sind sie sich nicht, ob das Wasser abends wieder laufen wird. Aber die Pflicht ruft. Okay. Bis später. Marta Rojas Ramon, bitte. Endlich ist Marta an der Reihe. Die Untersuchungen beginnen. Was haben Sie für Beschwerden? Mir tut der Rücken weh und auch der Bauch. Tut der Magen auch weh? Ja, der Bauch und der Rücken. Wir versuchen herauszufinden, woran das liegt. Benjamin hat schon einen Verdacht. Hier hat sie den Gallenstein. Ist auch ganz typisch für die Region hier. Ich habe die unsere Chirurgin mal gefragt. Ne, wir werden sie ja auch vorstellen, die wird eine Operation hier anbieten. Ganz viele haben Gallenblasensteine und ich denke, das liegt an der Genetik hier. Warum nehmen Sie die Strapazen einer Reise von 10 Stunden und das lange Warten auf sich? In unserer Gegend kostet Ihre OP 6.000 Soles. Das ist ein Jahreslohn für mich. Das können wir nicht bezahlen. Man hat uns gesagt, hier im Krankenhaus, die Hospizuana, sei es viel billiger. Über den Daumen gepeilt, alles zusammen, zahlt ein Patient ungefähr ein Viertel. Ein Viertel kommt von dem Patienten. Der Rest wird eben dadurch bezahlt, dass wir Missionare kostenlos arbeiten und dass es einen Klinikfonds gibt, der dann eben den Teil übernimmt, den der Patient nicht bezahlen kann. Marta wird heute von 3 verschiedenen Ärzten untersucht. Ihre Blutwerte werden im Labor analysiert. Ein langer Tag. Aber alles passiert in der gleichen Klinik. Sie muss nicht in andere Häuser überwiesen werden. Die Patienten sind arm. Die Quechua machen zwar 40% der Bevölkerung Perus aus, aber sie sind häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Hier behandelt man sie auf Augenhöhe. Überall gibt es Mitarbeiter, die ihre Sprache sprechen, wenn sie, wie Marta, kaum Spanisch beherrschen. Der Schweizer Chirurg Lukas Steffen erklärt Marta die Untersuchungsergebnisse. Wenn es nicht 100% nötig ist, muss man sehr gut abwägen, ob die Operation Sinn macht. Der Schmerz im Rücken ist mit einer Operation an der Galle nicht weg. Jetzt haben 3 Ärzte drauf geguckt, 2 davon Fachärzte. Die Laborwerte, die wir heute gemacht haben, die waren sehr gut. Da war jetzt nichts auffällig. Sie hat einen Stein in der Gallenblase, den kann man elektiv irgendwann mal rausmachen. Das ist jetzt aber kein Notfall. Und ihre Blasenentzündung werden wir jetzt behandeln. Und so eins fürs andere dann hoffentlich sie wieder auf die Beine kriegen. Ja. Marta weiß nun, was ihr fehlt. Jetzt muss sie zurück in ihr Dorf. Es wird eine beschwerliche Reise werden. Inzwischen ist auch Martina endlich im Krankenhaus angelangt. Es geht um das Kind mit der Lungenentzündung. Bitte erzähl mir genau, was passiert ist. Das Mädchen war schon in der Notaufnahme.
Jetzt wird es auf der Station weiter überwacht. Sie wollten uns in die nächste Stadt Abancay schicken, aber ich wollte nicht. Hier wird man besser behandelt. Es ist Abend. Martina und Klaus wollen wissen, ob der Wasseranschluss endlich repariert ist. Und es sieht sehr schön aus. Wenn du jetzt hier die Hand runterhältst, ist sie sofort geschnappt. Ja, frisch gemacht. Einfach frisch. Hätten die Handwerker doch besser Martinas Kleber genommen. Das ist die Probe jetzt, ja? Das ist alles, was wir jetzt hier haben. Ja. Das ist so ein bisschen enttäuschend. 4 Uhr morgens. Martha war zur Behandlung in der Andenklinik die Hospizuana. Ihr Mann Elio und ihr jüngster Sohn haben sie begleitet. Endlich geht es von Kurawasi mit einem Minitaxi nach Hause. Wie lange die Rückfahrt heute dauern wird, wissen sie nicht. Sie waren mehr als 2 Wochen hier, haben zuerst in schäbigen Pensionen übernachtet, dann, als das Geld ausging, bei Bekannten. Die ganze Familie ist erschöpft. Die Fahrt geht quer durch die Anden, über Berge und durch Täler bis zu ihrem Dorf San Juan. Ankunft in Abancay. Von hier geht es mit dem Kleinbus zur nächsten Stadt Andahuaylas. Der Taxifahrer will mehr Geld. Am Ende einigen sie sich auf 60 Soles, umgerechnet 15 Euro. Noch einmal so viel bezahlen für die nächste Fahrt. Das Geld wird knapp. Wir wollen so schnell wie möglich weiter. Der Bus fährt in 15 Minuten. In 15 Minuten? Und wenn nicht? Dann kriegst du das Geld zurück. Es geht in die 3. Woche, die wir unterwegs sind. Unsere Verwandten warten zu Hause und sind in Sorge. Außerdem habe ich kaum noch Geld für die Fahrt. Von Kurawasi bis nach Hause kostet unsere Reise zusammen 300 Soles. Nur ein Weg für uns drei. Für das Geld muss ich 12 Tage arbeiten. Martha, bist du zufrieden? Nein. Meine Frau und ich finden es sehr schön, wie die Ärzte uns behandelt haben. Aber sie hat nach wie vor Schmerzen, weil man sie nicht operiert hat. Zum Glück ist wenigstens der Bus pünktlich. Bis nach Hause sind es mindestens noch 5 Stunden, wenn wir den Bus erreichen. Der Süden Perus gilt als das Armenhaus des Landes. Hier leben vor allem die Quechua, wie Elio und Martha, die Nachfahren der Inka. Mein Sohn arbeitet in der nächsten Stadt als Fahrer. Er fährt ein kleines Privattaxi und verdient so seinen Lebensunterhalt. Noch einmal umsteigen in Andahuaylas. Wieder muss ihr ganzes Gepäck abgeladen werden, die Mitbringsel für die Familie, Mais, sogar Hühner. Das ist Mais zum Essen. Den hat uns die Verwandte gegeben, bei der wir in Kurawasi geschlafen haben. Inzwischen ist der Sohn mit dem Taxi gekommen. Die Tochter war beim ältesten Sohn geblieben. Er fährt die Eltern nach Hause.
Endlich die letzte Etappe. Ist was, Wippe? Landwirtschaft, einfachste Lebensbedingungen, Armut. Die Volksgruppe der Quechua steht am Rand der Gesellschaft, wird oft diskriminiert. Ein hartes Leben in den Höhen der Anden. Nach 10 Stunden unterwegs, endlich angekommen im Dorf San Juan de Cocoyo auf 3500 Meter Höhe. Él es mi cuñada. Él es mi concuñado. Es que no tenemos otra casa, por eso acá todos vivimos acá nomás. Listo. Ich bin. Ja, hermano. Ciao. Mal regresar, paso mañana, ja. Ja, ciao. Ja, Marta teilt den wertvollen Mais mit dem ältesten Sohn. Er fährt wieder zurück in die Stadt, wo er lebt und als Taxifahrer arbeitet. Weit weg von der Armut der Eltern. Elio wird nicht müde zu erzählen, wie gut sie im Krankenhaus behandelt wurden. Wir haben mit der Milch und dem Käse unserer Kühe Geld verdient und zusammengelegt, damit unsere Schwägerin nach Curahuasi zum Arzt gehen kann. Gott sei gedankt, dass unsere Familie sich so gut versteht. Kartoffeln vom Acker mit selbstgemachtem Käse essen sie. Das gibt es hier Tag für Tag. Stärkung für die Feldarbeit. Trotz der beschwerlichen Reise geht es auf die Felder. 2 Wochen waren sie weg. Die Kartoffeln müssen gespritzt werden. Vielleicht ist Marta von den giftigen Pflanzenschutzmitteln krank geworden und von der harten Arbeit. Aber die Menschen hier kennen kein anderes Leben. Sie müssen von Kindesbeinen an hart arbeiten, um zu überleben. In der Andenklinik Diospi Suyana. Urologe Benjamin Zeyer bereitet sich auf einen Eingriff vor. Ein Patient soll an der Prostata operiert werden. OP-Alltag für Dr. Zeyer. Doch plötzlich ein Notruf. Herr Becker, was habt ihr denn? Wir müssen mit der Operation warten. Ich werde gerufen. Eine Vergiftung. Es geht um Leben oder Tod. Freunde, hört so. Bevor wir irgendwas anfassen, müssen wir uns erst selbst schützen. Vor Corona. Als erstes bitte fragen, welches Gift er genommen hat. Haben wir inzwischen Informationen, was für ein Gift er genommen hat? Also alles, was wir wissen, ist, dass er wohl Rattengift genommen hat. In einem psychischen Ausnahmezustand. War die voll? Der Ambulanzfahrer bringt die Flasche, aus der der Patient getrunken hat. Er weiß nicht, was in der Flasche war. Seine Frau steht vor der Tür. Sie hat ihn wohl gebracht, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Ich weiß keiner, warum er das jetzt gemacht hat. Aber es war ein Selbstmordversuch.
Benjamin Zeyer weiß, es bleibt nicht viel Zeit, diesen Patienten zu retten. Du musst atmen. Atmen. Luft holen. Wo ist die Natascha? Könnt ihr die Natascha sehen? Natascha, wir müssen ihn intubieren. Wir haben ihn gerade sediert mit Midazolam und ein bisschen Ketamin. Aber es hört auf zu. Natascha ist die Anästhesistin. Noch immer wissen sie nicht, was für ein Gift der Patient getrunken hat. Benjamin Zeyer bittet einen Arztkollegen aus der Schweiz um Hilfe. Donna! Kannst du alles für die Reanimation vorbereiten? Ohne Reanimation. Er hat ganz offensichtlich ein Rattengift mit irgendwas zusammengenommen. Das Rattengift ist ja ein Medikament, das dazu führt, dass die Tiere normalerweise verbluten, also die Blutgerinnung aufgehoben wird. Und er blutet auch schon aus allen Löchern. Ja. Er kriegt jetzt schon Medikamente, um die ganzen Blutungen zu stoppen, weil wenn er außen blutet, blutet er auch innen. Es kann sein, dass er stirbt. Es wäre nicht der Erste. Und es ist Ausdruck von Hoffnungslosigkeit, der wir jeden Tag hier begegnen. Gerade junge Menschen, die keine Perspektive sehen, wir werden sehen. Es kann sein, dass er eine lange Reise vor sich hat. Und wir auch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen seinen Magen ausspülen. Ich habe schon alles vorbereitet. Also da es der zweite Versuch ist, haben wir hier Unterlagen aus einem Hospital aus Lima. Das hat die Ehefrau wohl mitgebracht. Ja. Bitte Unterstützung. Unterstützung, okay. Reanimieren. Kontrolle, Wechsel. Zur Seite, zur Seite. Okay, siege. Okay, weiter. Er ist wieder da. Er hat wieder Herzrhythmus. Im Moment ist er stabil, aber auf niedrigem Niveau. Ob er das überlebt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Zunächst kommt der Patient in ein künstliches Koma versetzt auf die Intensivstation. Die Andenklinik ist ein nach modernsten Standards ausgestattetes Hospital, finanziert ausschließlich über Spendengelder. Die Missionsärzte arbeiten für den deutschen Mindestlohn. Um hier zu dienen, wie sie sagen, haben sie zu Hause alles aufgegeben. Ihre Karrieren, ihr komfortables Leben. Wir haben in der Zwischenzeit den Unfallchirurgen mobil gemacht, der einen Freund in der Giftzentrale in Deutschland hat. Ich schreibe den Kollegen jetzt nochmal an, den ich noch kenne aus der Giftinformationszentrale in München. Aber die Frage, ob die wahnsinnig viel helfen können, weil wenn man nicht genau weiß, was es ist, hilft es meistens nicht sehr viel. Wenn ihr die Arterie habt, könnt ihr dann im Labor weggeschnitten werden. Erst 3 Tage später ist endgültig klar, der 23-jährige Patient wird überleben. Das heißt, diese Werte sind alle extrem hoch. Klaus John hat sich in einer Pension in Norddeutschland eingemietet. Er sammelt Geld für ein Missionskrankenhaus in Peru, das er mit seiner Frau aufgebaut hat. Nicht seine eigene Leistung, meint Klaus John. Für den gläubigen Christen ist die Hand Gottes im Spiel. Dieses Krankenhaus, die hast bisher, ist wirklich ein Wunder als sich und hat natürlich innerhalb seiner Entwicklung haben wir ganz viele spannende Phasen durchgemacht. Und es ging bei uns eigentlich immer wundersam zu. Und die Hospiziane, ein Ausdruck aus der Sprache der Quechuas, heißt ja auch im übertragenen Sinne, wir vertrauen auf Gott. Die St. Paulus-Kirchengemeinde in Buxtehude.
protestantisches Herzland. Aufbauend für den Vortrag. Die Handgriffe sitzen. Viele tausend Male hat Klaus John sein Laptop schon ausgepackt und seine Geschichte erzählt. Er bettelt nicht um Spenden. Er will die Menschen für sein Lebensprojekt begeistern. Der spannende Moment. Wer wird in seinem Netz hängen bleiben? Wer wird auf seine Geschichte anspringen, die er hier wie überall erzählt? Im Vortrag oder in seinen Büchern, die er immer mit dabei hat? Der Chirurg ist ein Geschichtenerzähler. Sein Verkaufsprodukt ist die eigene Biografie und wie sein Traum von einem Krankenhaus Realität wurde. 1963 eine Familie von Bäckersleuten in Wiesbaden. Mein Vater aus Schlesien, meine Mutter aus Pommern, meine Geschwister, dieser Pimpf da, bin ich. Vater, Mutter, Tochter, Sohn, jedem schmeckt das Brot von John. Das stand auf den Backtüten, stimmte auch. Wir hatten das beste Brot. Mein Leben hat sich abgespielt neben dem Backofen meiner Eltern. Und vor 43 Jahren traf ich meinen Highschool-Sweetheart Tina. Sie war 16, ich war 17. Wir haben sofort festgestellt, wir haben beide haargenau die gleiche Lebensperspektive. Und wir landeten dann Anfang 2003 in Curahuasi, Südperu, 45 Kilometer Luftlinie von Machu Picchu entfernt. Aber erst muss das Krankenhaus gebaut werden. 4 Millionen $, Mauern hochziehen, 6 Millionen die Ausstattung. Das sind 10 Millionen $. Aber Tina und ich, wir hatten ein echtes Problem. Überhaupt kein Geld. Auch immer, aber so haben sie es eben eingesammelt. Auf Vorträgen wie diesem und, wie Klaus John zutiefst überzeugt ist, mit Gottes Hilfe. Ich habe mit 230 Firmen gesprochen, fast alle haben geholfen. Und Siemens spendete erstmalig einen Computertomographen für ein Krankenhaus in Lateinamerika. Hoffnung für Hunderttausende aus allen Teilen des Landes. Was könnten wir zu dieser Geschichte sagen? Vielleicht ein einziger Satz. Gott wurde sichtbar. Das ist die Geschichte, das Netz, das er wirft. Wie die Ernte ausfällt, das zeige sich oft erst in Jahren, sagt der Chirurg. Ärzte, Krankenschwestern seien unter den Zuhörern und meldeten sich für einen Aufenthalt in Peru. Also das ist das Erste. Das sei wichtiger noch als solche Spenden für das Krankenhaus Diospi Suyana. Also man hat ja gemerkt, der Funke sprang über. Also die Leute. Das sehe ich ja von vorn, auch die Gesichter, die waren gepackt. Die immer gleiche Geschichte. Jedes Mal ein Erfolg. So hält er das Krankenhaus in Peru ohne einen Cent staatlicher Unterstützung am Leben. Und schon geht es weiter zum nächsten Termin. 6 Monate im Jahr ist der Chirurg und Geschichtenerzähler unterwegs. Für die Ärmsten der Armen in Peru. Klaus John ist jetzt 60 Jahre alt. Viel zu jung, um die Mission zu beenden. Wenn er Zeit findet, arbeitet er in seinem gelernten Beruf als Chirurg in der Andenklinik Diospi Suyana. Wie hier bei einer Magenspiegelung. Aber meistens sammelt er Spenden für die Klinik. 6 Monate im Jahr ist er dafür unterwegs. 37 Millionen Euro sind bisher zusammengekommen. Seine Frau Martina ist Kinderärztin. Sie hat mehr Zeit für die Patienten. Wo ist das? Tut es ein bisschen weniger weh oder ist es noch gleich schlimm? Gleich. Erlaubst du mir, dass ich dich noch mal abtaste? Die Patienten sind vor allem indigene Quechua. Die Andenklinik liegt in einer der ärmsten Provinzen Perus. Hier müssen sie für die Behandlung fast nichts bezahlen. Sie erfahren Zuwendung und Respekt, profitieren davon, dass sich Martina und Klaus ihren Lebenstraum erfüllten. Das war immer eine Vision, ein Traum, den wir hatten, hier ein Krankenhaus für die Ärmsten der Armen zu bauen und tatsächlich mit guter Medizin Menschen respektvoll und liebevoll zu versorgen. Und da ist es natürlich ganz toll und auch sehr, ein sehr erfüllendes Gefühl, wenn man denkt, das ist tatsächlich Realität geworden.
Als nächstes wollen sie die Klinik so weit ausbauen, dass die Patienten keine Coupons mehr brauchen, dass wirklich alle rein können in das Missionskrankenhaus Diospi Suyana in Curahuasi, Peru. Klaus John ist wieder auf Reisen. Sein Ziel diesmal? Ein mittelständisches Unternehmen bei Heidelberg. Spezialist für Batterietechnik. Also, ich erzähle die Geschichte, packe meine Sachen zusammen, verschwinde wieder. Und das habe ich jetzt fast 3000 Mal so gemacht. Aber ich bitte auch nicht um Geld. Aber die Menschen selbst, die das hören, wollen Teil sein dieses Traumes. Und es melden sich Mitarbeiter, Kontakte entstehen. Vielleicht ist ein Firmenchef dabei, der sagt, ich kann euch doch helfen mit Medikamenten oder mit Verbandsmaterial oder Hightech, keine Ahnung. Ohne diese Werbung würde es die Missionsklinik in Peru nicht geben. Sehr schön, Herr Zagowski. Nach sechs Jahren bin ich wieder da. Wiesbaden, gestern Abend war ich noch in Leipzig beim Rotary Club. Stand eben wieder im Stau, hab schon Angst gekriegt, aber am Ende kam ich so links vorbei. So, dann gehen wir jetzt mal ins Büro. Gehen wir hoch zum Meer. In Peru gibt es häufig Stromausfälle. Damit die sensiblen medizinischen Geräte während einer OP da nicht ausfallen, müssen Batterien überbrücken. Und schlussendlich ist es so, dass Sie hier hinten... Der Geschäftsführer Gerrit Schlagowski will helfen, ist begeistert von Diospi Suyana. Und er hat schon vor Jahren solche Geräte für das Andenkrankenhaus gespendet. Und dann bezieht der Computer quasi seinen Strom aus dem Netz über dieses Batterie-Backup. Auch hier zeigt Klaus John einige Bilder aus Curahuasi. Unglaublich gut. Die Hand kann er auch wieder bewegen. Total bewegen. Die Sehnen sind alle repariert. Ja. Ohne die Hilfe von Schlagowski und anderen wäre das nicht entstanden. Das muss man so sehen. Denn natürlich bringen wir eine Menge Idealismus mit. Leute gehen dorthin, investieren ihr Leben einige Jahre lang. Aber am Ende brauchen sie die Hightech. Es muss laufen. Für die Überzeugungsarbeit, für all die Vortragsreisen in Deutschland, haben die Johns in Wiesbaden eine kleine Wohnung behalten. Dort treffen sie sich regelmäßig mit ihren drei erwachsenen Kindern. Eine gläubige Familie. Vor jeder Mahlzeit wird gebetet. Nur einer macht nicht mit, Florian. Er ist Atheist, das schwarze Schaf der Familie. Ich habe eine andere Überzeugung, wie diese Welt entstanden ist. Aber wir verstehen uns trotzdem super. Wir diskutieren immer mal wieder, auch etwas heißer über dieses Thema. Aber das Tolle ist, dass wir uns trotzdem super verstehen und uns einander vertrauen können. Toleranz war Teil der Erziehung der Kinder, die die meiste Zeit ihres Lebens mit den Eltern in Peru gelebt haben. Die ganze Entstehung des Krankenhausprojekts haben Dominik, Nathalie und Florian miterlebt. Aber wollen sie auch die Nachfolge der Eltern antreten? Also ich habe meine Frau von 2004 bis jetzt in der Summe 7 Jahre nicht gesehen. In der Summe. War ich nicht da. Aber vielleicht hat uns das auch geholfen. Das hört ihr ja nicht zu. Wetten wir, dass es gegen mich geht. Jetzt könnt ihr das machen. Das sind nämlich, guck mal hier, das ist das Ausreißen. Über 15 Jahre in Peru. In der Aufbauphase waren die Kinder noch klein. Die Eltern immer mehr im Krankenhaus als daheim. Die Zeit, eine Bereicherung, aber auch Verzicht. Ganz am Anfang. Da sieht man mal den Unterschied. Ich weiß noch, alle haben immer von Armut geredet. Ich habe das nie wirklich gesehen. Ich habe es das erste Mal gesehen, als ich nach einem halben Jahr Aufenthalt in den USA zurückkam. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass... Also ist mir diese Armut aufgefallen, von der alle geredet haben. Ich glaube, als Kind gewöhnt man sich sehr, sehr schnell an die neuen Verhältnisse. Und dann natürlich, man hat sich immer gefreut, wenn ein Paket mit Schokolade und Süßigkeiten aus Deutschland eingetroffen ist. Aber abgesehen davon ist man als Kind super damit zurechtgekommen. Ja, ja. Witzig. Ihr drei. Oben auf. Clever. Ja, und ich habe gehört, es soll sogar nochmal aufgehen. Wir fanden, dass es andere Werte gab, für die es sich gelohnt hat, im Ausland sich einzusetzen. Das ist der Canyon. Die Zeit in Peru, wichtig für die ganze Familie. Was die Eltern jetzt bewegt? Wie geht es mit ihrem Lebenswerk weiter?
Also ich glaube, ich kann mir das richtig gut vorstellen, für eine längere Zeitspanne dort mal mitzuarbeiten, also für ein paar Jahre oder so im Krankenhaus, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob Kudawasi so jetzt mein Lebensort für immer ist. Da zieht es mich irgendwie viel mehr nach Afrika. Ich kann mir sehr gut vorstellen, später im Berufsleben jedes Jahr einige Monate vielleicht mit Ärzte ohne Grenzen auch in anderen Ländern dieser Welt tätig zu sein. Aber ich werde nicht in Peru als Arzt arbeiten. Vielleicht überlegen die das ja noch. Ist ja alles möglich. Und wenn nicht, dann hoffen wir, dass sich Ehepaare finden, vielleicht im Team, zwei oder drei Ehepaare, die das auch als Lebensprojekt verstehen. Es muss eben ohne die Kinder weitergehen in Peru.